Ich wollte noch ein bisschen die Gruseligkeit dieses Spiels unterstreichen. Weil ich so gegruselt bin. Jetzt werden wir uns mal die letzten Räume hier antun. Warum habe ich eigentlich erwartet, dass der Speicher aufgeräumt ist als der Rest des Hauses, wo doch eigentlich der Dachboden immer zu den schlampigsten Orten des Hauses gehört? Aber ich würde an sich schon auch gerne so ein großes Haus mal besitzen. Ein Freund von mir, ein sehr guter, der möchte sich ja ein Schloss kaufen. Das Geld dafür möchte er durch Brokern erlangen. Wer nicht weiß, was ein Brokern ist, das ist etwas mit Aktien. Natürlich ist das viel mit Glück, aber auch viel mit Nachdenken, mit Geduld, mit Intelligenz und mit Mut. Ergo, nicht verzagen, wenn man verliert, sondern immer weiter, immer weiter, immer drauf. Weil wenn man gut ist und intelligent, leck mich. Dann weiß man ja, was man tut. Und wenn man denn das Pech hat, dass es doch nicht klappt, muss man einfach nochmal versuchen direkt, weil dann wird es schon irgendwann klappen. Aber ich gebe ja keine Tipps zu sowas, weil ich möchte weder zum, es ist ja quasi ein Glücksspiel, verführen, noch möchte ich Geheimnisse, Betriebsgeheimnisse verraten. Weil ich da sicher auch mal irgendwann mit anfangen werde. Wenn es jeder wüsste, wäre es ja nicht mehr rentabel. Oh, sag mal, ey, okay, ich gucke mir erstmal an, was wir hier brauchen. Eine Trompete, Gießkanne und ein Ring. Wusste ich's doch. Teile einer Trompete. Gespenst, verpiss dich, ich hole den Staubsauger. Das hat das gehört und Angst davor gehabt, ja. Scheinbar kennt dieses Gespenst den guten Luigi. Lasst uns doch erstmal woanders gucken. Tante Agathe. Das ist Tante Agathe. Tauber Oma-Geist. Willst du den Ring haben? Nein. Schon wieder so eine kleine Gewitterfliege. Ich glaub's echt nicht. Mutiges Viehzeug. Was brauchen wir denn? Ein Rohr, ein Schädel, Puderdose, Schüssel. Schon wieder der Schuh hier. Hätte ich ihn auch hier oben holen können. Hätte ich ihn gar nicht unten suchen müssen. Hier hätte ich ihn leichter gefunden. Nein, ich habe mich nur verklickt. Da hinten sieht alles so aus, als ob es da nicht hingehört. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt zu leicht. Doch, da ist was. Oder auch nicht. Ah, Stück Schädel. Wie spät ist es eigentlich? Nach 11 mittlerweile. Schweres Schloss. Tja, da kann man jemanden einsperren. SM-Spielchen und so. Aha. Schraubendreher. Stimmt, das heißt der Schraubendreher und nicht Schraubenzieher, weil man sie nicht zieht, man dreht sie ja nur. Sag mal, wir müssen doch hier noch ein bisschen was finden können. Bin ich doof? Das hier ist also der Speicher. Was wird denn hier gespeichert? Scheinbar gar nichts, weil hier die Luft entweicht. So ein bisschen wie wenn ich versuche, Chili con Carne zu kochen und dann ein bisschen übertreibe und dann entweicht mir auch die Luft. Dann wird da auch nichts mehr gespeichert. Ja, manchmal muss ich auch ein bisschen, hört mir einfach nicht zu bei sowas. Also manchmal bin ich ein bisschen Panne. So. Da war ich gerade so schön im Flow und dann kommt sowas. Ich
würde ja fast sagen, diese Folge wird einfach so lang, bis wir ans Ende kommen. Oh. Nase juckt. Mir ist einfach zu warm und die Haare jucken so ein bisschen. Ich habe noch nichts von den wichtigen Gegenständen gefunden. Das ist so peinlich. Das sieht ja alles so unrichtig aus in der Ecke. Und das bei meiner Sehschwäche. Deshalb sage ich mal, solche Spiele sind gerade durch die Sehschwäche eher nichts für mich. Und ich reite immer wieder auf meiner Sehschwäche rum. Ja, irgendwann werdet ihr mich ja mit Brille sitzen sehen. Wenn ich dann nächste Woche oder so bin ich zum Augenarzt und der guckt dann, wie scheiße ich gucken kann. Ja, und danach werde ich dann schon mal aufgeschrieben kriegen, welche Brille ich denn bräuchte. Und wenn ich meine erste Kohle verdient habe, dann werde ich mir auch eine zulegen, ja. Zumindest eine Lesebrille, also zum Arbeiten ja am Computer und Co. Weil an sich bin ich ja auch eher so ein Ästhet. Und achte dann darauf, entweder ist die Brille geil, oder ich setze sie dann nicht auf. Das ist sehr sinnvoll, ich weiß. Ach, da fehlt jetzt noch ein Teil. Warum haben sie da nicht 27 Teile draus gemacht aus dem Teil? Das wäre doch noch viel schöner gewesen. Mein Nacken. Also wenn ich hier diese spastischen Verrenkungen mache, leide ich nicht bereits unter Epilepsie, weil ich das Spiel zu lange am Stück spiele. Habe ich doch schon 10.000 Mal geklickt. Insektenglas. Sondern weil... Aha, Tarantel. Möchtest du kuscheln? Ja, solche Geräusche macht die auch. Sondern weil mein Hals einfach mal ein bisschen, ne? Rasiert in sie. Da gehört die Schere nicht zu, okay? Was ist das? Ein Gewicht? Gibt es hier eine Waage? Ah. Das gehört da noch nicht hin. Sag ich doch. Was ist das? Eine Gießkanne. Wo ist denn hier bitte schön Wasser? Also. Ah, Schraubendreher. Ah. Es wird doch langsam. Jetzt haben wir das Rohrstück zum Speicher. Und das letzte Teil der Geistermaschine fiel raus, aber die Batterie fehlt noch. So funktioniert das Ganze ja noch. Nee, ja. Nicht. Ich frage mich, wo hier eine Gießkanne ist. So, ein Stückchen fehlt uns hier noch. Es ging doch leichter hier oben, als ich das befürchtet hatte am Anfang. Ich muss sagen, jetzt mittlerweile gefällt mir das Spiel aber auch. Muss ich ja ganz ehrlich mal sagen, mittlerweile gefällt es mir. Eine Schüssel mit Mehl, muss ich denn da was rausschöpfen mit der Schüssel? Ich finde es nicht. Ach da. Was ist das für eine Trompete? Ach, eine Hörhilfe für die taube Oma. Gibt die uns da vielleicht was für... Nee, die, Tandagate. Die ist halt nur glücklich. So haben wir doch noch ein altes Gespenst auf so halt glücklich gemacht, ne? Ich wollte mir das Wort befriedigen verkneifen, weil sonst kommen gleich wieder die ganzen kleinen Kinder. Ach, ist da schon Wasser drin? Ja, jetzt ist da natürlich schon bereits Wasser drin und... Als Früchte tragen die ein Schüsselteil. Das ist einleuchtend. Dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin, ich bin echt doof. Ach, das ist ein Sieb. Okay. Findest du einen Dietrich? Ich denke mal, damit kann ich das schwere Schloss öffnen. Kronleuchterlampe. Ach, da fehlt der Schädel. Ich würde aber gern vorher noch alles machen hier. Ah. Ah, ich habe eine Idee, wo der Ring hin könnte. Auf die Hand.
Und wir sehen, dass wir uns langsam zum Ende bewegen. Aber wo ist denn hier das letzte... Ah, vom Rasierpinsel. Dann haben wir das Set hier ja auch mal vollständig. So, und hier fehlen noch Schädelteile. Zwei Schädelteile. Kann ich nicht der Oma einfach ihren zerdeppern und dann gucken, ob ich da die nötigen Kanten habe? Beim besten Willen. Aber ich sehe gar nichts, was auch nur im Entferntesten ein Schädel sein könnte. Aha. Und den anderen Schädelteil habt ihr auch ganz sicher schon wieder alle gesehen. Und ich bin einfach nur doof, weil ich schlechter gucken kann als ihr und weil ich halt spiele. Natürlich. Warum nicht hinterm Sessel, wo die Oma sitzt, damit ich das auch gar nicht sehen kann? War hier nicht irgendwie so ein Skelett im Hintergrund? Ja. Hi, Dietrich. Oder wie wir dich mal nennen wollen. Im indischen Zimmer. Schau hinter dem Vorhang im indischen Zimmer. Da. Das ist aber auch erst jetzt möglich. Und da ist jetzt eine Batterie, oder? Mortimer, du hast mich gefunden. Ich dachte schon, du schaffst es nicht. Nimm diese Batterie, das ist das letzte Teil des Starters. Sammle alle eventuell noch fehlenden Teile des Starters und bring sie an der Geistermaschine an. Ich konnte die Maschine noch nicht testen. Hoffentlich funktioniert sie. Ehrlich, also die Texte sind so billig geschrieben und er versteckt sich die ganze Zeit hinterm Vorhang, während wir das ganze Haus auf den Kopf stellen und teilweise noch für ihn aufräumen. Außerdem sieht er mittlerweile aus wie so ein netter alter Mann. Und nicht mehr wie so ein zickiger alter Greis. Toll, du hast alle Teile des Geistermaschinenstarters durch die... Starters. Such die Maschine und benutze den Starter damit. Ich muss sie nicht suchen. Ich kann mir schon vorstellen, wo es ist. Ja. Oh, man leckt mich doch am Arsch. Geistermaschinenstarter? Ne, nur Maschinenstarter. Für jede Maschine ein Starter, ne? Mhm. Ja. Hey, Onkels Maschine funktioniert. Die Geister verlassen das Haus. Tja, wir haben es geschafft, Mortimer. Jetzt sind keine Geister mehr im Haus. Das hat nur dank deiner Hilfe... Falsche Stimme. Ich weiß immer nicht, wer spricht, weil da keine Sprechblasen sind. Jetzt sind keine Geister mehr im Haus. Das hat nur dank deiner Hilfe geklappt. Ah, das sind doch die Geister, die uns teilweise auch verfolgt haben, wenn wir zu viel geklickt haben. Komm, wir trinken erstmal Tee. Tee? Ich hätte jetzt Wodka oder Bourbon gewollt. Ich muss dir etwas Wichtiges erzählen, du wirst es nicht glauben. Demnächst das größte Abenteuer deiner Zeit. Mortimer Beckett and the Time Paradox. Soll er seinen Großonkel jetzt umbringen, bevor der irgendwie... Na, vergessen wir es. Hast du was? Wir haben es geschafft. Mitwirkende. Die Programmierung von Deucen Kostik, Grafik von Alexander Kostik. Alle in einer Familie, hatten die Langeweile und haben dann gedacht, ach komm, 5 Minuten Zeit haben wir, machen wir ein Spiel. Originalmusik von Rastko, Aksentjevic und Bieber, Gamehouse, David Edwards, Mo Falkner, Alex Jones, Marcus King, Chuck Liddell und Craig Shaver. Produktion Sarah Brass und Mark Magdamit. Ich mag damit machen. Aua, Krampf. Besonderer Dank gebührt Joel Brody. Ja, ich würde mal sagen, wir haben es locker flockig in einer Session durchgehauen.
Damit stelle ich die Zeit wieder auf null und weiß nicht, ob ich heute Abend noch ein Let's Play. Ich gucke hier gerade noch Uhren. 10:45. Kleines Game kriege ich ja noch fertig, oder? Also ich fand's doch lustig. Das Spiel war zwar nicht wirklich Bombe, aber mal, um das mal eben so in 1,5 Stunden durchzuzocken, ist in Ordnung. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Wimmelbild oder schaut mal bei den anderen Let's Plays rein. Abo dalassen, dann bekommt ihr auch Bescheid, was los ist. Ja, schönen Abend noch. Tschüss.